Oh, verdammt, sie dürfen mich nicht sehen. Ich muss an mein Zeug. Die haben mich jetzt ernsthaft gefangen genommen. Ich habe mir deswegen zwei Tische geholt. Wow. Achso, was ich auf den Monitoren habe. Einmal mein Stream. Also ich sehe meinen Stream auch und meine Streamrate, ob das jetzt gerade abstürzt oder nicht. Mein Spiel halt hier. Und auf der anderen Seite ist mein OBS, meine Eventliste, was gerade alles passiert und der Chat. Ja. Warum Urlaub nehmen? Weil ich schreibe gerade so viel, ich komme gar nicht hinterher. Wenn ich was überlese, tut mir leid. Das war ja mein Blaubarsch, der war so hässlich, dass alle gestorben sind. Ende! Ich hab was gesehen. Schönes Ende. Die haben mich ausgeraubt, aber die haben mir das Messer gelassen. Ernsthaft? Das ist dumm. Sehr dumm. Kommt wieder hoch. Da sind Menschen! Die läuft mit einer Waffe um, die hat gar keine Munition. Ernsthaft? Hier? Leck mich! Let's go! So. Wo sind jetzt meine ganzen Sachen? Vielleicht in der Kiste hier? Das sind meine Waffen, ne? Ja. SpongeBob geschädigt. Ich liebe SpongeBob. Ich schaue es mir manchmal an, wenn ich einschlafen möchte. Ich finde, Thaddäus finde ich immer super. So ein richtiger, griesgrämiger Pisser. Und Patrick. Gut. Ist also Blutkonserven für mich? Ja. Hab ich. Jeder schaut woanders. Ich werde Grond, denke ich, wieder anmachen, wenn es auch streamt. Wann denn? Achso, du meinst zur E3 oder was? Nee, ich gucke ihn ja dann selber. Mir rette ich jetzt auch kein Instrument, Patrick. Der ist so gut. Der ist so doof. Ich mag ihn. Die arme Pan, das ist wegen Final Fantasy. Ich habe mit dir gefühlt. Ich habe richtig mit dir gefühlt. Patricks habe ich gefühlt einige auf der Arbeit. Hallo Mario. Aber solange sie lieb sind.
Mayoni dein Instrument. Ich bei Pete Smith. Achso, den Twitch-Kanal. Ich schaue auch bei Kronk. Alleine gucken ist irgendwie komisch, deswegen schaue ich mir dann noch die anderen Menschen an, die gerade im Stream sind. Und kreiche dann alleine in meinem Zimmer rum, wenn irgendwas ganz Cooles angekündigt wird. Und alle denken, ich bin behindert. Aber gut. Ich kann damit leben. Ich bin halt Spiele besessen. Ich liebe Games. Brecher! Brecher? Was? Was Brecher? Ich muss leider auch Tiere jagen, ne? So ein Brecher. Messer ihn. Wer ist denn von denen der Brecher? Die Rache der Schokolade wird groß. Was? Wapper! Wieso? Dankeschön für die 5 Erdbeeren. Muss mir mal wieder richtig fett Kekse holen, jetzt ohne Scheiß. Wer von denen ist denn der Brecher? Habe ich den schon getötet? Scheiße. Letztes Jahr war ich mit Killer und Dark im Channel und haben geschaut und darüber geredet. Ah, cool. Wo ist denn jetzt hier der Brecher? Ach, Manu. Das ist meine Beute. Was soll das? Ja, du brauchst jetzt auch nicht kommen. Das gehört mir. Hab ich Munition für verschwendet. Na toll, wollte eigentlich meine PS4 verkaufen. Und für die Erdbeeren. Achso, dass ich mir Erdbeeren hole, meinst du? Ich habe mir in letzter Zeit so viel Erdbeeren geholt. Ich glaube, ich bin süchtig. Hey, hier ist jemand. Oh, hey, mach auf. Den Typen kenne ich. Auf in die Suchtklinik, ja. Was gibt's, Mann? Was gibt's denn? Ja, wisst ihr, wie schlimm das ist? Es gibt so ein Erdbeerhäuschen. Das ist wirklich in Form von einer Erdbeere mit einer Erdbeerflagge drauf. Und da verkaufen die Erdbeeren. Wie soll ich da wieder stehen? Das ist für mich so richtig so ein richtiger Triggergrund, dann zu gehen. So ein voll süßes Erdbeerhäuschen. Ich glaube, ich habe mal ein Foto gemacht. Dann spiel mal, mein Freund. Ich will dir einfach sagen, was du mir bedeutet hast, bevor du den Verstand verloren hast. Wow.
Die Dinge ändern sich wohl nie, aber sie sind immer noch nicht, wie sie mal gestern waren. Nicht schlecht? Ein tiefgründiges Lied. Ich finde, wenn er mit Gitarre spielt, klingt das geil. Baby, ich hätte sie gestern holen sollen. Erstmal die Stimmung zerstören. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Yay! Mega nice. Könntest du doch sehen, was du mit mir machst, warum sprichst du denn nicht mehr? Deine Stimme ist cool, der Text irgendwie, ha. Und ich sage dir, wie's läuft, wenn niemand wirklich weiß, wer genau du heute bist. Und ich will einfach nur nach Haus, ein Ort, den ich nicht kenn. Und wo SB musst du machen. MP. Das ist der Freakers Blues, ja. Ich höre mir das gerne an. Ich hätte sie gestern holen sollen. Was ein Name, ist denn nicht schön? Hätte sie gestern holen sollen. Hätte sie schöner Name. Holen sollen. Hier ist Koti. Du bist der Koti-Kack-Anwärter. Ich glaube, das aktualisiert sich erst noch bei dir. Aber ich habe auch den Bot nicht immer an, deswegen. Also, Gitarre spielen kann er, das war schön. Ah. Also, MP, da kommen noch ganz viele tolle Titel. Bin ich stolz drauf, ja. Brauchst du was? Ich schau mich mal um. Ist das okay? Okay. Denk mal nach. Alles klar. Meister Assassine, ja. Klar, okay. Muss mir noch neue Titel überlegen. Tschüss, Dick. Das ist Sparta. Ich töte dich mit meiner Teetasse. Caro, super. Nice. Hey Mann. Das haben wir schon immer gemacht mit Killer. Ihn mit einer Teetasse töten. Schön, es freut mich gerade. Ich meine, oh nein, Killer. Ich mir gerade was anschauen. Tada! Das ist interessant. Ja, ist interessant und wir erfahren aber nicht was. Achso, ich muss hier rein, ne? Tada. Ich bin so fett, ich verreiße eure Teetassen einfach mit meinem Fett. Und Onichan greift Killer mit Erse an. Caro ist mir sympathisch, ja. Mir auch. Also meinem... Ach so. Ja, jetzt habe ich es.
eine Vorrichtung bauen. Okay. Am besten hier. Genau hier. Ich weiß nicht recht, Mike. Da haben wir schon mal Leute verloren. Leute verloren? Wen? Wann? Vor ein paar Wochen. Torres und Evans. Auf der Suche nach Vorräten. Ich hab dir doch... Nein, verdammt! Hast du nicht! Doch, hab ich. Dass wir hinterher sind. Der Eingang verschüttet war. Die Bikes waren draußen. Überall Freaker. Weißt du? Ich weiß nicht mal, ob sie reingekommen sind. Was ist das Problem? Ach, wir gehen die Unterlagen durch. Die aus Shermans Camp. Mhm. Da gibt's eine Mine, die eigentlich expandieren sollte. Ja, und da lagert bestimmt Sprengstoff. Ja. Aber jetzt sagt Skizzo mir, dass wir da drin zwei Männer verloren haben. Hey, das hab ich nie gesagt, Mike. Okay, hör zu. Gib mir die Karte, ich hol den Sprengstoff, Leute und... Was zum Teufel? Du vertraust ihm, Mike? Ich tu's nicht. Sag mal, wie viel zahlt Tucker denn so für eine Kiste TNT, Du legst dich jetzt mal ab. Er macht seinen Job. Ach ja? Was macht er denn? Er bricht unseren Vertrag mit den Rippern, macht blau, hängt den Tag mit Ricky ab. Was hat er gemacht, hä? Was hast du gemacht, hä? Sitzt auf deinem Arsch und lässt die anderen arbeiten. Ich mache dieses Camp sicher. Keine Plünderer, Diebe und Drifter. Also gut, Schluss jetzt. Schluss jetzt! Ja, mach ihn fertig. Hey, du traust ihn nicht? Dann geh mit ihm. Aber nein! Denk immer dran, alle beide, denk dran. Wir gehören alle zum selben Camp. Nein! Alles klar, meinetwegen. Nein! Früh steigen wir auf die Bikes. Wir fahren jetzt. Nein! Jetzt. Ja. Jetzt, mitten in der Nacht. Klar, jetzt ist es dunkel. Da sind weniger Freaks in der Mine. Oh, natürlich. Ach, als du blau gemacht hast, hast du schwarze Helis gejagt. Und jetzt bist du ein Freak-Experte, Man ja? Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass Freaks nachts draußen sind. Okay, ja? Kommt schon, okay. Das reicht! Okay. Okay. Du willst jetzt los? Dann fahren wir jetzt. Aber das behalte ich. Grundgütiger. Hey, hör zu. Er hat seine Probleme, wie jeder von uns auch. Ja, gewaltige Probleme. Aber er macht seinen Job. Erzähl das Torres und Evans. Und Caro ist gerade unheimlich verwirrt, weil sie im Chat nicht nachkommt. Ich kann nur sicher gehen, dass er da unten in der Mine keinen Unfall hat. Und die Hälfte der Zeit nicht kapiert, worüber wir reden. Scheiße, Mike. Für wen hältst du mich denn? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir sehen uns später. Ich kann sie total verstehen. Ich weiß ja selber nicht, was hier abgeht. Ich weiß es nie. Kann ich echt verstehen. Das schreibe ich gerade für einen Bullshit. Nochmal. Der 25.05. und der 26.05. werden hart für mich werden, dann mit einem Kumpelstream. Ah. Okay. Ja, was, Killer, ist so. Weißt du denn, was wir die ganze Zeit überschreiben und was ich rede oder so? Nee, ne? Sie ist genauso schlau wie wir alle, Killer. Wir wissen es doch auch nicht. Ja, meine Rede. Ich schreibe wirres Zeug, was mein krankes Hirn ausspuckt. Mein Hirn ist auch nicht gerade besser, also von daher. Passt schon. Wo fahren wir hin? Lucky Lad, weißt du, wo das ist? Ja. Oh, mit denen ich jetzt? Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten. Kann ich ihn treten, dass er irgendwie einen Verkehrsunfall hat und elendig verbrennt? Bist du da? Ja. Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen, aber offensichtlich bist du nicht da. Skizzo und ich erledigen was für Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, wann wir den Stromwandler reparieren. Ruft die heiße Dusche immer noch nach dir? So ungefähr. Wir sind morgen früh zurück, dann reden wir. Dicken Ende. Okay, meine Güte, ich muss hier alles machen. Immerhin redet er nicht mit uns, das ist schön. Wehe fängt jetzt an. Wehe. Muss ich mit der Nulpe jetzt hier Aufträge machen? Ich dachte, du wolltest auf mich warten. Ich wurde abgelenkt. Ich will nur eine rauchen. Okay, Killer. Alle willkommen im Club. Ja!
Im Club der Ahnungslosen. Ich räume mich mal wieder zu Asuna im Bett und mach den Laptop an. Bis gleich. Bis gleich, Vapor. Die gehörten also Mikes Männern? Ja, peitsch mich aus. Männern. Ja. Torres und Evans. Sie waren keine Drifter, aber sie waren oft in der Außenwelt. Dachte, die packen das. Da lagst du wohl falsch. Die wurden schon ausgeschlachtet. Die scheiß Plünderer sind überall. Skizzo, warum hast du das Zeug nicht mitgenommen, als du hier draußen nach ihnen gesucht hast? Weil hier zu viele Freaks waren. Deshalb. Wie die da. Nur viel mehr. Komm. Mike sagt, der Sprengstoff ist in Stahlkisten eingeschlossen. Irgendwo hier im Büro. Ja, Kinderhass! Die Kisten sein. Nein! Verdammte Krabbler. Ich hasse diese Scheißviecher. Da sind wir uns okay, einen habe ich. Ein. Nee, ich will hoch. Wie komme ich da hoch? Dieser eklige Hass. Verschlossen. Wie verschlossen? Irgendwas blockiert sie von innen. Keine Ahnung. Wir müssen anders reinkommen. Hey, hier drüben. Ja, du Schlauberger. Ja, das finde ich mal eine super Idee. Du hast mal einen schlauen Einfall. Komm. Los. Na komm, ich dachte, du hilfst mir. Bereit? Ja, ich will die verprügeln. Ja. Hoch mit Eins, dir. Zwei, ja! Man merkt, dass ich Kinder hasse. Okay. Ja! Genugtuung! Also noch mehr, komm her. Wie komme ich da hoch? Entschuldigung. Ja, heul doch leise. Na los. Was denn? Ich hasse die. Diese Geräusche, das ist so eklig. Ins Gesicht, ja. Macht das wirklich sehr oft, fällt mir auf. Nicht aufzukriegen. Ja, nochmal und nochmal. Entschuldigung. Hier voll die Anfälle bei den Viechern. Das waren wohl alle. Mal ist noch mehr. Ja, danke der Nachfrage. Ist schon vorbei? Aber es hat doch gerade so viel Spaß gemacht. Ja, MP, was denn? Willkommen zurück, Killer und Vapor. Ach man, das war gerade so wunderschön. Dieses Gefühl, wenn es klatscht. Wir können gehen. Oder auch nicht. Traumberuf der Erzieherin? Ja. Alle von der Brücke schubsen. Ich meine, habt ihr denn alle ganz doll lieb? Ja, es tut echt gut, die zu schlagen. Das muss ich echt zugeben. Klatscht in die Hände. So. Jetzt muss er auch Dong machen, dieses Geräusch. Dieses rein. Wunderschöne. Gut. Sieh dich um. Vielleicht findest du ein paar Fackeln. Warte mal, du hast keine Taschenlampe dabei? Doch, aber die Batterien sind leer. Die kriegt man in letzter Zeit fast nicht mehr. Zumindest keine, die noch Saft haben. Fackeln.
Fackeln. Wieso fackel ich einfach nicht ihn ab und er rennt schreiend hinein und dann habe ich Licht? Kann man auch so machen. Jetzt kommen ja diese sadistischen Gedanken. Fackeln. Was?